Wie wird wohl die letzte Episode von Miraculous Ladybug aussehen? Das fragen sich wohl die meisten Fans, seitdem die Serie begonnen hat. Wird Marinette endlich Adrien ihre Liebe gestehen? Wie lange wird es dauern, bis die beiden herausfinden, wer der jeweils andere in Wirklichkeit ist, nämlich Ladybug bzw. Cat Noir? Neben der Frage, wie es um Marinette und Adrien stehen wird, stellt sich natürlich auch die Frage, wie es mit dem Mysterium um Adriens Mutter weitergeht und ob diese endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen wird. Sie wird mein Meisterstück. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns doch mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier kommt eine Theorie, wie die letzte Folge von Miraculous aussehen könnte. Marinette als angehende Modedesignerin. Inzwischen sind mehrere Jahre vergangen, seitdem Marinette und Adrien zum ersten Mal mit den Miraculous in Verbindung gekommen sind. Beide stehen kurz vor ihrem College-Abschluss, bevor sie sich entscheiden müssen, wie es mit ihrer Schul- bzw. Berufskarriere weitergehen wird. Für Marinette ist klar, dass sie ihren Traum, Modedesignerin zu werden, ausbauen möchte und bei Adriens Vater in die Lehre gehen möchte. Dieser hat sich in letzter Zeit sehr sozial gezeigt und Marinette angeboten, bei ihm zu arbeiten, wenn sie das wollte. Da die Modeschulen in Paris privat und damit sehr teuer sind, kommt das der jungen Schülerin sehr entgegen. Zwar hätte sie auch außerhalb von Paris studieren können, aber ihre Familie und Freunde liegen ihr so sehr am Herzen, dass sie froh ist, dass ihr Adriens Vater diese Möglichkeit gewährt. Außerdem hat sie ihre Aufgabe als Ladybug zu erfüllen, aber das hat Marinette vergessen, denn sie ist nicht mehr die Wächterin der Miraculous, diese Aufgabe hat sie abgelegt, nachdem bekannt wurde, dass die neue Wächterin der Miraculous in Marinettes Straße wohnen muss. Dies hat Nathalie mittels einer magischen Ortungssuche herausgefunden. Zum Glück war die Ortung nur grob, sodass Marinettes Haus nicht direkt enttarnt wurde, sondern lediglich die Straße. Aber allein, dass Hawkmoth wusste, um welche Straße es sich handelte, war schon eine große Gefahr für die Miraculous Box, allen voran für Tiki. Deshalb ging Marinette zu der einzigen Person, die ihr in den Sinn gekommen ist, Meister Fu. Leider ist auch er dem Miraculous-Zauber des Vergessens erlegen gewesen, sodass er sie, als er Marinette zum ersten Mal wieder sah, sie zunächst verscheuchen wollte. Er nahm an, dass es sich bei Marinette um irgendeine Werbefrau handeln müsse, die versuchen wollte, ihm etwas zu verkaufen. Denn seitdem Meister Fu nicht mehr der Hüter der Miraculous war, hat er sich von allen Menschen in seinem Leben zurückgezogen und lebte seitdem still, aber zufrieden in einem Apartment im Bordeaux. Als Marinette also bei dem alten Mann klingelte, musste sie ihren Fuß zwischen die Tür stecken, sodass dieser die Tür nicht sofort zuknallen konnte. Schnell übergab sie ihm die Box und Meister Fu konnte sich wieder erinnern. Marinette tritt zurück und Meister Fu nimmt seinen alten Platz wieder ein. Danke, Marinette. Marinette wusste das, denn in einem Grimoire über die Miraculous hat sie herausgefunden, dass, sobald ein Wächter die Miraculous-Box in andere Hände gibt, dieser zwar seine Erinnerung verliert, aber dass dieser Zauber nur so lange gilt, wie auch der Abstand zu der Box anhält. Denn da der ehemalige Wächter über ein enormes Wissen über die Miraculous verfügt, könnte er eigentlich von einer sehr großen Hilfe für neue Wächter sein, wenn dieser seine Hilfe braucht. Da der ehemalige Wächter seine Erinnerung verloren und sich im Normalfall sehr weit von den Miraculous entfernt hat, geht die magische Ordnung davon aus, dass sobald diese beiden sich wieder sehr nahe gegenüberstehen, dass dann diese Hilfe des alten Wächters gebraucht wird. Was Marinette übersehen hat, es hätte bereits ausgereicht, sehr nahe mit der Box an Meister Fu heranzutreten. Der sehr nahe Kontakt hätte die Amnesie des alten Wächters wieder aufgelöst, aber nur so lange, wie sich die Box in unmittelbarer
unmittelbarer Nähe befindet. Aber Marinette hat dem Meister die Box in die Hand gedrückt. Das bedeutet, dass sich ihre Erinnerungen bezüglich der Miraculous in Luft auflösen und Meister Fu zum neuen alten Meister ernannt wird. Das hat den Hintergrund, dass in der damaligen Zeit viele Menschen, die Wächter sein wollten, einfach nicht dafür geeignet waren. Man kann dies als eine Art Rücktritt vom Vertrag ansehen. Man gibt die Ware dem ursprünglichen Besitzer, hier Meister Fu, zurück. Marinette war somit ohne Gedächtnis. Aber zum Glück hatte sie Tiki, ihren Lieblings-Kwami, dabei. Tiki war erfreut, ihren alten Meister wiederzusehen. Gleichzeitig war sie aber auch sehr bedrückt darüber, dass jetzt Marinette ihr Gedächtnis verloren hat. Denn obwohl sie wusste, dass Meister Fu der beste lebende Wächter ist, machte sie die Vorstellung, dass alle Erinnerungen, die sie zusammen mit Marinette geteilt hatte, nur noch in Tikis Gedächtnis verbleiben würden, traurig. Aber warum hat Marinette Meister Fu überhaupt aufgesucht? Das Geheimnis um Emily Agreste. Ich habe die einzigartige Möglichkeit, jemanden mit einem Miraculous zu akkumatisieren. Eine Superheldin, die zum Superschurken wird. Adrien und Marinette haben herausgefunden, was das Geheimnis um Emily Agreste ist. Während Marinette bei Adriens Vater in den Schulferien als Praktikantin arbeitete, um sich eine Vorstellung von ihrer zukünftigen Arbeit zu machen, sind sich die beiden näher gekommen. Und erst dadurch haben sie überhaupt herausgefunden, dass sie Ladybug bzw. Cat Noir sind. Natürlich war das für beide ein enormer Schock. Zumal es fast bis zum Ende der Serie gedauert hat, bis die beiden endlich herausgefunden haben, wer sich hinter der magischen Maske des anderen Superhelden befindet. Auch wenn es unzählige Hinweise gab und Marinette und auch Adrien immer wieder einmal der Gedanke gekommen ist, dass sich hinter dem anderen ein bekannter Freund bzw. eine bekannte Freundin versteckt. Aber eigentlich waren es nicht die beiden, sondern Tiki und Plague, die sie verraten haben. Als Marinette nämlich in Adriens Zimmer war und die beiden sich zum ersten Mal geküsst haben, musste Tiki seufzen und Plague stieß ein "Na endlich!" aus. Soweit so gut. Ladybug und Cat Noir wurden enttarnt. Aber welches Geheimnis haben sie herausgefunden? Nun, als Marinette an einem üblichen Arbeitstag ein paar Skizzen anfertigte und an der Nähmaschine tätig war, überkam sie die Neugierde. Sie wusste, dass Monsieur Agreste immer für einige Zeit untertauchte und im ganzen Haus nicht zu sehen war. Deshalb trug sie Tiki auf, ihn zu beobachten, da Marinette dieses Verhalten nicht ganz geheuer war. Zwar hatte sie nicht damit gerechnet, dass sich hinter Adriens Vater Hawk Moth verbirgt, aber trotzdem flößte Monsieur Agreste ihr immer wieder ein flaues Gefühl ein. Vor allem dann, wenn er sie zum Abendessen bei den Agrestes einlud, aber dann kein Wort sprach. In diesen Momenten wäre Marinette am liebsten im Erdboden versunken. Und Tiki, die genauso neugierig wie Marinette war, befolgte die Bitte ihrer Freundin und folgte dem mysteriösen Mann. Und was sie dann sah, verschlug selbst Tiki, die seit 5000 Jahren unter Menschen lebte, den Atem. Emily Agreste schlief in einem Sarg. Als Marinette das hörte, traute sie erst ihren Ohren nicht, erzählte es aber trotzdem Adrien. Als die beiden nun allein bei Adrien waren, folgten sie demnach Tiki und siehe da, Tiki hatte recht. Adrien wusste nicht, was er sagen sollte. Seine verschwunden geglaubte Mutter lag dort wie Dornröschen, unversehrt, als hielte sie lediglich einen Mittagsschlaf, als wären alle Stunden, die sie abwesend war, nur eine Einbildung gewesen. Als wäre er das Kind gewesen, das gerade aus einem schlechten Traum erwacht wäre und nun seine Mutter aufsucht, damit es diese in die Realität zurückbringen kann. Aber war das die Realität? War Adriens Mutter in Wirklichkeit am Leben? Und warum hatte sein Vater das Geheimnis all die Zeit für sich bewahrt? Sowohl Adrien als auch Marinette wussten darauf keine Antwort. Deshalb trugen sie Plague und Tiki auf, Adriens Vater weiter zu beschatten und ihnen nicht mehr darüber zu erzählen, bevor die beiden tatsächlich Adriens Vater auf Emily Agreste ansprechen. Wenige Tage später war Adriens Cousin zu Besuch.
Dieser verhielt sich sehr auffällig und wollte unbedingt wissen, was die beiden ausheckten. Seine Mutter, die Emily Agreste zum Verwechseln ähnlich sah, musste für einige Tage geschäftlich verreisen und hatte ihren Sohn deshalb bei ihrem Schwager und Adrien gelassen. Wie man schon aus einer Folge aus Ladybug sehen konnte, ist Adriens Cousin ihm überhaupt nicht ähnlich, auch wenn die beiden Zwillinge sein könnten, genauso wie Adriens Mutter und seine Tante. Als Adrien und Marinette sich ungestört wägten, liefen sie wieder zu Monsieur Agrestes Versteck, um Adriens Mutter zu beobachten. Adrien wollte das, da er sagte, dass ihm das eine Art Ruhe gibt, die er schon lange nicht mehr gekannt hat. Marinette fühlte Mitleid mit ihrem Freund, denn obwohl sie nicht wusste, wie es war, ohne ein Elternteil aufzuwachsen, so riss ihr der Gedanke, ohne ihre Mutter oder ihren Vater zu leben, ein riesiges Loch in das Herz. Dies war glücklicherweise nur eine Vorstellung für Marinette, ein unerträglicher Gedanke, den sie sofort wieder abschütteln konnte. Aber für Adrien war diese Vorstellung eine Wahrheit, eine Tatsache, die er tagtäglich mit sich trug und die er akzeptieren musste, da es kein Zurück, keine Umkehr mehr gab. Aber die beiden waren unvorsichtig. Adriens Cousin folgte den beiden. Was er dann sah, verschlug auch ihm die Sprache. Oh mein Gott! Was ist das? Ist das Tante Emily? Adrien und Marinette waren geschockt, waren aber wie versteinert und wussten nicht, was sie sagen sollten. Und auch Tiki und Plek konnten sich nicht verstecken. Und was sind das für Wesen? Träume ich gerade? Dann machte sich Adriens Cousin neugierig zum Sarg von Emily Agrest. Doch plötzlich wurde es still. Er betrachtete die Frau im Sarg eingehend. Sein Gesichtsausdruck war wie erstarrt. Dann flüsterte er: Jetzt weiß ich, wieso Mama die ganze Zeit so seltsam war. Eine Träne floss ihm das Gesicht herunter. Adrien verstand nicht. Was ist los? Fragte er schließlich. Diese Frau ist nicht deine Mutter, Adrien. Es ist meine. Der Fluch der Schwestern. Daraufhin wies Adriens Cousin ihn auf eine kleine Narbe am Hals hin, die kaum sichtbar war. Hier hat sie unsere Katze, als ich ein kleines Kind war, gekratzt. Aber diese Narbe erkenne ich immer wieder. Sie war das einzige Merkmal, meine Mama und deine auseinanderzuhalten. Sie haben sich immer einen Scherz daraus gemacht, die Rollen zu tauschen und mich zu verwirren. Erinnerst du dich an dieses Spielchen? Adrien wusste nicht, was er sagen sollte. Aber wenn diese Frau nicht seine Mutter war, wie konnte es dann sein, dass seine Mutter ihn all die Zeit im Stich gelassen hat? Und überhaupt, er hätte doch erkannt, wenn es seine Mutter gewesen wäre. Immerhin hat ihn seine Tante immer wieder einen Besuch abgestattet. Und sie war voll und ganz seine Tante. Daraufhin sehen sich Tiki und Plek an und erzählen den dreien eine Legende über einen Schwesternfluch. Dieser besagte, dass einst zwei Schwestern gelebt haben und sich die Macht des Pfaus geteilt haben. Bald darauf waren die Schwestern so mächtig und haben die Macht ausgenutzt, dass die Natur eingreifen musste. Eine Schwester fiel in einen endlosen Schlaf, während die andere eine zweite Chance erhielt, aber ohne jegliche Erinnerung daran. Die eine Schwester konnte nur wach sein, während die andere Schwester schlief. Somit sollte die zerstörerische Macht der beiden eingedämmt werden. Adrien schloss daraus, wenn Hawkmoth, also mein Vater, die Miraculous bekommen sollte, um diese Frau aufzuwecken, heißt das, dass dann meine lebende Mutter sterben muss? Adriens Cousin blickte schnell auf. Wer ist Hawkmoth? Welche Miraculous? Und da Tiki nicht nachgedacht hat, sagte sie ihm, dass die Miraculous Marinettes Ohrring und Adriens Ring sind und dass Hawkmoth Adriens Vater ist und diese Frau wiedererwecken will. Und bevor sie sich versahen, riss Adriens Cousin den beiden die Miraculous aus der Hand und flüchtete aus dem Versteck. Was bedeutet das?
Zurück in der Gegenwart hat Tiki Meister Fu die Geschichte erzählt. Dieser versucht jetzt so schnell wie möglich mit Marinette und Tiki nach Paris zu gehen, um Schlimmeres zu vermeiden. Wie wird Marinette damit klarkommen? So ganz ohne Erinnerung an die Miraculous. Und was wird aus Adrien alias Cat Noir? Wird er seine Mutter wiedersehen? Denn nur eine Schwester kann leben, während die andere schlafen muss. Erzählt uns eure Meinung unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald.